So, jetzt mal gucken. Check this out. Wir müssen jetzt eben... Okay. Das müsste jetzt gehen. Jetzt ist die Frage, ob du jetzt auch die Rüstung hast oder ob das ein Safe davor ist, weil anderen habe ich nicht mehr. Selbst wenn es noch davor ist, wir haben ja schon ganz viel gefarmt gehabt. Nee, zwei Fackeln, ne? Hab ich. Tschö. Die doofen Batterien. Scheiß Dinger hier. Ich sehe immer noch nicht, ne? Ich weiß nicht mal, wo sie ist, weil ich... Hinter dir. Nee, ist nicht da. Doofes Ding. Ich sehe sie nicht. Das ist blöd. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen... Du bist gerade direkt drin. Ehrlich? Ja, okay. Das ist doof. Na, bei, egal. Bei mir ist hier eine. Hast du hier auch eine? Hier? Ist nichts bei mir. Kannst du da was drücken? Nee, und bei mir beim letzten Save, also bei dem Save, wo wir gerade wieder zurückgegangen sind, ist der Schalter umgeschaltet gewesen. Der ist jetzt aus. Und eben? Waren die gerade eben auch, das habe ich gesehen, da war die Batterie, die du nicht siehst, war die auch eingeschaltet. Ja, komm, wir sammeln nochmal schnell ein paar Bones, bevor wir rausschwimmen und dann ist es ab. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz Luft. Einmal kurz auftanken mit der Luft und dann kommt. Oh, hier ist eine Kiste hier unten. Hier ist eine Kiste. Ja, hier ist ein Schrank einfach nur. Ich bin im Wasser und ertrinke. Ja, wenn du hochschwimmst. Ich weiß. Sollen wir noch ganz kurz hier? Komm mal zu mir. Ach komm, ich geh mal schnell mal oben. Ja, deshalb, ich wollte nur mal Luft schnappen, dann brauchen wir nämlich nicht nochmal anhalten eigentlich. Reicht ja mit den Helmen. Hallo, wo komme ich nicht da raus? Okay. So, jetzt aber runter. Zack! Wenn ich wüsste, wo ich lang schwimmen müsste. Ich vertue mich jedes Mal, wenn ich hier runterschwimme. Wo ist der Ausgang? Hier, okay. Hier unten ist noch eine Schuppe, die würde ich gerne noch mitnehmen und noch die Sachen, die wir alle unterwegs finden. Und dann zack, raus jetzt hier aus dem blöden Wasser. Ja, schade hier. Zwar, aber... Können wir leider nicht. Irgendwo eine Schuppe gewesen. Nein, hier ist keine Bäume mehr. Hm. Ah, keine Ahnung. Oh, hier ist eine. Das mit der Kiste finde ich auch doof. Das verstehe ich. Da brauchst du einen Schlüssel für. Finde ich okay, dass man einen Schlüssel für braucht, aber wenn wir keinen Schlüssel finden. Ja, vor allem ist das eine Aufgabe, die wir auch haben. Hier ist so ein Bone. Komm mal zu mir auf deiner Seite. Hier sind zwei sogar. Wenn man die selber auskrippt, kann man die nicht aufheben, weil die immer so rumspacken. Oh, hier ist eine Scale von vorhin. Hm. War schon draußen. Oh, wenn man Schokolade isst, dann hat man überall nur so kleine Schokoladensachen oder. Wollen wir mal kurz hier Luft holen und mal hinter den T-Rex so schwimmen hier rum? Ja, können wir machen. Vielleicht ist da noch irgendwas. Die Nussstückchen immer zwischen den Zähnen. Schrecklich. Ja, das stimmt. Dabei mag ich Nussschokolade sehr. Hä, hab ich nicht aufgesammelt? Ne. Hier ist noch eine Gale. Aber anscheinend ist hier nicht. Außer der T-Rex halt. Ja, neue Science beim T-Rex. Ja? Nee. Aber das wäre cool, wenn man in den reinschwimmen könnte. Also das Maul ja offen, da kannst du ja reinschwimmen. Ja. Aber du kommst nicht nee. Ganz rein. Nee, kannst nur so an den Rand, an der Hitbox. Da hing übrigens in seinem Zahn, von der Seite hier, wo ich gerade bin, hing ein, Science? Nee, dieser, der Stab. Ah. Okay, ist cool. Wie so ein Zahnstocher. Ja, genau, Zahnstocher. So, jetzt aber raus hier. Ich will jetzt raus aus dem Wasser. Schneller! Und war schade, dass wir es nicht hinbekommen haben, aber. Ja, vielleicht beim nächsten Patch. La, das ist immer Ärger, wenn das verbuggt ist. Ist bei dir gerade auch so nebelig? Ja, ich komm. Oh, jetzt war ich oben drauf. Ich komm hier nicht rauf. Und dann. Ja, ist nebelig. Das ist aber auch neu, oder? Ja, ich glaube so. Also. Das hat mir, glaube ich, noch nicht. Bitte. Keiner kann sagen, wir haben es nicht probiert. Wir haben alles versucht. Mit jedem Safe auch durchprobiert.
Ja, passiert. I can't really describe how terrible this tastes. I'm not picky. Oh, ich sehe nix, ne? Oh, meine Herne. Bin noch, glaube ich, ja, es ist 23 Uhr. Ich würde gerne erstmal nach Hause kommen. Sieh mal die blöden Schuhe aus. Irgendwie nerven die mich gerade. Aber es ändert sich nichts von der Geschwindigkeit. Ich dachte, es wäre so gewesen, aber ist, glaube ich, auch nicht so. Also bei mir macht es schon einen Unterschied, weil ich aber auch die Spinnenrüstung trage. Die macht dich ja eh schneller. Achso, okay. Alles klar. Spinnenbeben. Böse, böse Spinnen. Warte mal, wenn wir schon mal dabei sind. Wo ist das Hämmersche? Hä? Oh. Man kann ja nicht mehr mit der. Oh. Man kann mit der. Mit dem. Wie heißt es? Mit dem Minzhammer. Kann man die Nussschalen hier, die Ahorn-Dinger, nicht mehr aufmachen. Ja, gut. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum wir vorhin den Keks nicht aufmachen konnten. Richtig, man kann das nur noch mit dem Stufe 2 haben. Find ich aber gut so. Weil dann hat der Minzhammer halt wirklich nur noch diese Funktion, dass der zum Kämpfen ist. Was ist denn der Stufe 2 Hammer, bitte? Das ist so ein komischer. Den haben wir da. Ich weiß nicht, ob wir den in der Kiste liegen haben oder ob den einer im Inventar hat. Ich glaube eher im Inventar. Ich habe irgendwie Nussstücke überall hängen. Kleine Drachenhexe, gute Nacht. Echt Hammer. Also ich habe hier noch so mal gucken. Wuschelpuschel mitgenommen und ein paar. Oh, wir haben echt wenig Knochen, ne? Also bei uns hier, Sanken bei uns. Ja, geht. Aber dafür haben wir halt zweimal dieses Messer und jeder so einen Helm. Ja. Dex? Ja. Haben wir genug von da gehabt. Cool. Den habe ich noch nie genutzt. Ja, das ist der Stufe 2 Hammer. Ih, was ist denn das für ein Gelutschflutsch dran? Der besteht aus Bombardierkäfern. Hey, zieh den mal an, ganz kurz bei dir. Ah, ne, aus Stinkkäfern quasi. Ist der. Sieht cool aus. Haben wir den auch. Weil davon hat man mehr als genug da von dem Zeug. Kanuffel, Papa, gute Nacht. Ist auch langsam spät, morgen geht's ja wieder rund. Auf Arbeit. Ein Viertel. Tastes good. Tastes good. Bärenleder wieder hergestellt. Oh, ich bin jetzt auch noch voll gefressen. Oh, wie die Sonne gerade kam. Boof. Boof und wusch. Ich will aber ganz, ganz gerne einmal den Koi ärgern. Ob der einen wirklich aufschluckt. Speicher. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt aber auch keine Lust mehr ins Wasser zu gehen. Also, hätte ich gesagt, wir gehen noch zum Koi, ärgern den mal kurz. Aber du speicherst vorher nicht, dass wirklich unser ganzes Zeug dann weg ist. Ich will aber gerne ja, einmal mal wenigstens testen, ob der einen aufsaugt. Ja. Können wir ja machen. Ich mach mal ganz kurz einmal ein Save. Kurz von hier. Save. Gesaved. Okay. Dann irgendeine Kiste, wo man alles reintut. Alles voll. Keine Kisten platzen. Keine Kiste mehr. Nimm doch einfach mit, wir haben doch gesaved. Ach so. Deshalb, also, falls der jetzt wirklich. Ich glaube es nicht. Ich glaube, du bist halt einfach tot und dein. Der Sack schwimmt hoch. Ja. Die Tüte. Aber sicher ist der Rucksack. Nicht, dass denn doch auf einmal alles weg ist, weil das wäre echt. Bitter. Son Goku, gute Nacht. Erlangt, dann ist Weihnachten. Ja. Ja, noch ist nicht der 21. Was habt ihr euch denn von. Aber in 4 Tagen. Wer hat sich denn was vom Weihnachtsmann gewünscht? Es gibt keinen Weihnachtsmann. Doch. Für Dex. Ja, aber der bringt's mir nicht. Für Dex gibt's den Weihnachtsmann. Aber das kommt alles jetzt mit der Zeit. So, der ist hier unten, der Koi Koi. Ja, ist hier. Oh, ist
Soll ich vorschwimmen, damit du es von außen sehen kannst? Ja, stimmt. War mit... ja. Hello, Mr. Koi. Der hat mich eingesaugt. Also dein Zeug schwimmt nach oben, du kannst es gerne auch machen. Schwimm hin, aber geh in die First-Person-Ansicht. Ich hab's schon gemacht, ich bin schon hinter dir. Hallo. Der saugt dich ein. Ja, 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 machen die doch, die machen doch. Der frisst übrigens auch alle anderen Tiere, wie jetzt Kaulquappen und Spinnen und sowas. Nee, das war jetzt irgendwie lustig. Aber gut, dass sie das gemacht haben, dass das Zeug trotzdem da bleibt. Aber ich hätte es auch verstanden, wenn sie gesagt hätten, ja, wenn der Koi dich erwischt, dann ist halt dein Zeug weg, weil er es gefressen hat. Wäre auch... Wäre eigentlich eine coole Idee, weil dann hast du ein bisschen eine ganze Ecke mehr Respekt vor dem Vieh, aber ich glaube, spielerisch wäre es trotzdem ein bisschen aua. Der Shitstorm wäre groß. Man, ich habe meine ganzen Sachen verloren. Die habe ich so lange dafür gebraucht. Aber cool, dass sie es geendet haben. Dass sie einfach so wegwischte. Kann das sein, dass es mehr Seerosen jetzt auch gibt? Es gibt irgendwie alles unter Wasser, ist ein bisschen mehr. Ja. Also. Hat der schon immer diese Geräusche gemacht? Hat sich gerade ultra gruselig angefangen. Ich glaube, das war neu. Aber ich habe gerade gesehen, da muss ich jetzt nochmal hinschwimmen, wo der war. Weil da waren gerade zwei Münzen. Ja, vielleicht ist das ein... Nee, du saugst mich jetzt nicht ein, Mr. Koi. Ich möchte nur dein Geld angucken. Oh Gott. Keine Ahnung, wofür Algen sind. Aber die kannst du massenhaft aufheben, das sind diese ganzen grünen Büsche. Hier ist leider kein Landmark, der... Hier, Geldstücke. Komm wieder zu dir, oder? Oh, bis hoch. Ja. Hier mal den Staubsaugermund macht. Oh, Stamm. Ich will ja gerne mal wissen, ob ich den killen kann, ne? Ich hab ich ja schon mal versucht, den anzubieksen, aber es ging nicht. Ach so. Alge ist zum Essen. Ach so? Kannst du einfach so absammeln, diese grünen Büsche überall, und die kannst du essen. Die bringen ein bisschen Hunger wieder. Und hier ist eine Kaulquappe gelandet. Ich will gerade mal gucken, ob der Fisch die Kaulquappen gerade hier unten schwimmen, aufsaugt. Ja, guck, ich saug dir die auf, pass auf. Gucken. Der saugt die ja auf. Wie so ein Kaulquappen-Staubsauger. Oh, die Krähe ist gelandet. Glaube ich heute auch das. Na, obwohl, wir waren die ganze Zeit nur im Wasser. Da kriegen wir das ja nicht mit. Nimm ich die Schuhe nicht an? Doch. Ich habe das Gefühl, dass ich langsam bin unter Wasser. Oh, der ist hinter unserer Brücke geschwommen. Der kommt jetzt bei der Brücke hoch. Rums, alles weg. Das will ich aber feiern. Ja, ein bisschen traurig, aber cool war es auch. Hallo. Ich komme nicht so schnell an den ran. Ist so schnell. Ich wollte nur das Maul stopfen. Oh, die Krähe ist da oben. Ein Rabe. Keine normalen Schuhe mehr da. Ja. Wenn man mal überlegt, was das für eine coole Rüstung eigentlich ist, weil das ist hier um diesen Helm, den ich anhabe, bildet sich eine Blase. Blub, und dann kann man da drin atmen.
Ich finde, dass der Rabe auch noch irgendwie eine Aktion hätte machen dürfen können. Luti, gute Nacht. Nee, man kann ihn leider nicht töten. Der ist genau wie der Rabe. Der Rabe lässt Federn fallen und der Koi macht das Wasser unsicher. Mehr nicht. Keine Ahnung, was der so macht. Noch hat er bisher keine Schuppen fallen lassen. Fischschuppen oder so. Das mache ich mal. Wie kann man nochmal Sachen abreißen? Im Baummenü? Klappe. Wie war das nochmal mit den Sachen abreißen? Ich hab's wieder vergessen, aber total. X steht doch da ganz groß. Ach nein. Wieder da. Oh, kurz, Toilette. Ich hab kurz was eingerissen. Ja, du wolltest ja sagen, eine Erweiterung. Ja. Ich habe mir eine Tür gemacht. Die Algen sind gar nicht schlecht, muss ich sagen. Wie kommen wir nochmal aus diesem Baumenü raus? Okay. Alles klar. 1, 2, 3. Und. Haben wir alles da. Falsche Kiste. Nochmal falsche Kiste. Oh Gott. Schön, das wäre, wenn man die Kisten beschriften könnte. Oh. Okay, dann nicht. Haben wir nicht auch... irgendwo. Was setzt denn du jetzt? Eine Ramp, weil ich kann die Foundations nicht mehr setzen und außerdem brauchen wir die Foundations auch, glaube ich, gar nicht. Mit X, ja, ich habe es gerade nicht gelesen irgendwie. Mal wieder. Auf an, was du basteln möchtest. Huch, hab ich gesetzt? Ich hätte sogar eventuell Bock. Pebble Foundations. Brauchst du halt auch Clay und einen Stein. Hier irgendwo ein, dass du mal sehen könntest, wie die aus... Ach ja, hier vorne haben wir die. Ja. Die sehen cool aus, ne? Cobblestone. Ja, das sind die Pebble Foundations. Du brauchst halt auch Lehm und einen Stein jeweils. Okay, weil ich... Könnte man eigentlich auch machen. Kostet an sich, ich glaube, ist sogar ein bisschen kostengünstiger, weil kostet nicht ganz so viel Leben. Und Steine haben wir ja eh. Also muss man rumlaufen. Dann würde ich das immer hier setzen. Oh, geht natürlich nicht, oder was? Ja, ich glaube, das geht leider. Oder? Hier unten drunter? Hier unten? So. Ah. Okay. Oh, jetzt geht's hier nicht mehr. Bilden? Egal. Erstmal noch warten. Ich warte mal. Warten für was? Ja. Ich finde das immer so schrecklich. Pass auf, ich hau immer diesen ganzen Mist hier weg. Weg, du! Gemüse! Das ist aber ganz gut, dass man mit dem Messer hier so gut schnetzeln kann jetzt. Wie schnell das geht, guck mal hier. Nee, schade, geht leider nicht. Ja. Nee, du brauchst. Da geht's irgendwie nicht, weiß ich auch nicht. Diese zwei gehen nicht. Aber du brauchst nicht komplett. Wir werden auch wieder hier auf dem Boden bauen. Also ich eigentlich nur eine Wand, ne? Ja, das ist nur für die Wand. Die muss hier nur so lang gezogen werden. Bis hier ungefähr. Und hier werden wir wieder was Neues bauen, hier wo ich gerade stehe, hier. Das ist trotzdem doof, weil.
Ich komme halt nicht daran.